Ja, hallo, mein Name ist Thorsten Seidel von Shopstrategie.de und ich möchte heute im Videokurs einmal erklären, wie man in Gambio Shopsystem Eigenschaften und Attribute hinterlegt. Ich möchte darauf eingehen, welche Unterschiede es gibt, wie man Download-Artikel zum Beispiel anlegt, wie man normale Artikel Attribute anlegt und was dabei vielleicht doch beachtet werden muss. Ja, ich würde sagen, wir fangen auch gleich an und starten direkt zuerst mit den Attributen. Ja, als erstes zeige ich jetzt, wie gesagt, wie der Download-Artikel angelegt wird. Die sind also jetzt hier im Shop unter Artikel und Artikelattribute wäre quasi der Eintrag. In neuen Shops ist er nicht da, deswegen muss man da erst einmal in Module Center gehen und kann ihn da dann erst einmal aktivieren. Das wäre also dieser Eintrag, müsste aktiviert werden und dann haben wir hier diesen Eintrag. Da legen wir zuerst den Artikelmerkmal an. Den Artikelmerkmal wäre dann Downloads, aber mit S, nicht normal Download, sonst funktioniert es nicht. Und danach dann einen Wert, also zum Beispiel ZIP-Datei. Ich mache das einfach jetzt so, weil ich sowieso eine Sprache habe. Man kann natürlich auch jedes andere Wort an dieser Stelle dann nehmen. Nur Downloads, das ist Pflichtwort. Dann gehen wir erstmal auf den Server und wechseln hier in das Verzeichnis Download und suchen uns dann hier unsere Datei raus, die wir hochladen möchten. Ich habe da meine vorbereitet. So, dann gehen wir hier oben in den Reiter Attributverwaltung und wählen erstmal unseren Artikel aus, den wir jetzt den Download geben möchten. So. Bei neueren Shops sieht es so aus, bei älteren war dann von vornherein die Anzeige da. Hier muss man also jetzt erstmal auf dieses Plus drücken. Jetzt kann man das abhaken und die Datei auswählen. Wenn es nur eine gibt, ist natürlich nicht so schwierig. Das kann man vom Prinzip lassen, aber vollständigkeitshalber mache ich einfach mal. Dann haben wir mögliche Downloads. Ich mache auch mal 3 Downloads innerhalb von 5 Tagen, damit quasi dieser Download nicht missbraucht werden kann. Speichern das. Und damit wäre das eigentlich schon alles. Unser Testartikel ist jetzt Downloads. Die Datei wird eben automatisch dann, wenn der Kunde mit einer Sofortzahlart zahlt, wird es sofort angeboten. Und dann kann ich den Artikel gleich runterladen. Jetzt möchte ich noch zeigen, wie man Artikeleigenschaften anlegt. Das ist quasi die neue Entwicklung direkt von Gambio. Findet sich dann auch hier. Na, in der Installation sieht es so aus, das ist erstmal da die Beispiele von Gambio. Zum Beispiel die Farbe und Größe. Und ich möchte jetzt einfach mal über die Eigenschaften plus die neuen Werte, zum Beispiel Länge, anlegen. Ich kopiere das jetzt einfach überall rein, weil das ja wie gesagt nur eine Sprache ist. Speichern und schließen. Dann geht man hier auf dieses Plus, um den Wert anzulegen. Zum Beispiel 1 Meter. Wenn diese Länge, diese Meter zum Beispiel einen Festpreis hat, dann kann ich das direkt hier angeben. Zum Beispiel, teuer, 2,50 Euro. Dann hätte ich zum Beispiel 2 Meter noch. Dann lasse ich jetzt den Preis. Und dann nehmen wir noch 5 Meter. Speichern und schließen. Nun hätten wir jetzt unsere möglichen Werte hier. Das ist wie gesagt alles global für alle Artikel, was es generell möglich ist. Eigentlich im Prinzip dasselbe wie bei diesen Attributen, wo auch alles erstmal angelegt werden müsste. Bloß jetzt eben hier in dieser Übersicht. Im nächsten Schritt suchen wir uns einen Artikel auf und können jetzt
entweder direkt hier über diesen Menü wählen, zum Beispiel, oder wir gehen in den Artikel rein und dann haben wir hier die Möglichkeit, Eigenschaften zu wählen. Attribute wäre von hier auch möglich. Selbe Einstellung wäre nochmal ganz unten. Jetzt zeigt er uns unsere möglichen Attribute bzw. Eigenschaften an. Ich möchte jetzt für den Test einfach bloß die Länge wählen und die Farbe. Und wenn jetzt zum Beispiel alle möglich sind, alle Werte brauchst du nicht extra abhaken, und auch alle Farben zum Beispiel möglich sind, dann kann ich das automatisch ermitteln. Und wenn ich es automatisch ermittle, dann haben wir im Prinzip eine ganz normale Auswahl. Die sieht dann ganz normal so aus. Ich kann sozusagen alles wählen. Und wenn ich jetzt noch eine Menge drin gehabt hätte, würde das auch funktionieren. Oder es gibt eben noch eine zweite Möglichkeit, die ich jetzt zeigen möchte noch. Und zwar möchte ich jetzt Größe und Farbe wählen. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei den Farben nur Gold habe und Schwarz, dann kann ich das mit STRG-Taste und Maustaste markieren. Und dann gehe ich auf Kombination manuell erstellen, Kombination hinzufügen und kann jetzt meine erste Kombination nehmen. Zum Beispiel wäre das jetzt für mich S und Gold. Man kann aber auch sagen, noch ein M und Schwarz ist lieferbar. Eine Artikelnummer dazu. ERN Bestand. Machen wir mal 50 Stück. Gewicht. 10. Preis berechnen, so wie ich den vorher angegeben habe, oder man macht jetzt einen Festpreis für diesen Artikel. Die Lieferzeit wäre 3-4 Tage. Hier immer wichtig, dass man dieses circa, was Gambio standardmäßig dort hat, entfernt, damit es nicht teuer wird, weil das ist abmahnfähig. Ich kann auch ein Bild dazu nehmen, wenn ich eins habe, und kann das Ganze speichern. Dann hätte ich meine erste Kombination, Schwarz und M. Das ist natürlich klar, man kann ja nicht viel wählen. Wäre möglich. 2 Euro. So, jetzt möchte ich noch eine zweite Kombination haben. Nehmen wir jetzt S und Gold. Irgendeine Nummer. Die muss auch nicht unbedingt. Stand auf 50. Gewicht. Hier nehme ich mal einen Festpreis. 50 Euro. Speichern und schließen. Und hier haben wir jetzt die neue Kombination drin. 20 Kilo. Wählen. S und Gold ist lieferbar und in Schwarz. Die Kombination existiert nicht, man kann es nicht in Warenkorb legen. Ja, alles gut. Beruhige dich. Und M und Schwarz geht wieder, so wie es vorher angelegt war. Versandfrei, weil es natürlich ein Download-Artikel ist, sonst wäre das jetzt natürlich nicht der Fall. Natürlich jetzt Quatsch, da jetzt mit Download zu arbeiten, aber als Beispiel sollte es ja wohl genügen. So, und so kann man sich auf diese Art und Weise alle möglichen Kombinationen zusammenbauen und jederzeit abändern. Okay, und ich denke, das war's erstmal. Bei Fragen stehe ich natürlich jederzeit zur Verfügung.